Wieder in Ägypten wenden wir uns nun der Schlussepisode von Kleists Novelle Das Erdbeben in Chile zu. Doch bevor ich mit der Lektüre beginne, möchte ich auf in der letzten Stunde Gesagtes und Vorgetragenes rekurrieren, das mir wichtig erscheint. Die Stelle, die ich hier insbesondere im Auge habe, handelt von der Situation, in der Donna Josefe gegen den von Mordlust ergriffenen Meister Predillo die Identität Don Fernandos offenbart. Kleist schreibt hier, indem sie in unendlicher Angst der Seele auf Don Fernando blickte: Dieser junge Herr ist Don Fernando Ormes, Sohn des Kommandanten der Stadt, den ihr alle kennt. Unendliche Angst der Seele. Das ist das Wesen der Todesangst. Die Todesangst hat diesen Zug ins Unendliche, weil der Mensch im Gedanken an den Tod die Unendlichkeit seines Nichtseins erblickt. Und diese Unendlichkeit erfährt er in unendlicher Angst. Der Mensch hat freilich nicht erst im Bewusstsein des Todes einen Bezug zum Unendlichen. Dieser Bezug liegt vielmehr tief in seinem Geist geschlossen. Im Grunde verweist jeder Begriff ins Unendliche. Nehmen wir zum Beispiel den Begriff des Baumes. Das ist ja ein ganz empirischer Begriff, nicht einmal ein transzendentaler Begriff, sondern ein empirischer Begriff, und doch eignet diesen Begriff bereits ein Zug ins Unendliche, denn er bezeichnet ja alle Bäume, die waren, sind und sein werden in allen möglichen Welten, dass wir sagen können, der Begriff ist extensional unendlich. Das ist ein Typ von Unendlichkeit, bei dem der Akzent auf dem Aspekt der Endlosigkeit liegt. Es auch in der Zahlenreihe der Fall ist. Wir können hier dieser Reihe kein Ende setzen. Sie ist in diesem Sinne endlos. Und unter diesem Schema erfährt nun auch der Mensch seinen eigenen Tod als ein endloses Ende, als ein Ende, dem kein Ende gesetzt werden kann. An dieser Stelle ist es gut, sich an die alte Lehre Platons einmal zu erinnern. Philosophie sei Sterben lernen, lautet sie. Was heißt das? Der Tod wird zunächst einmal schlechthin vom Menschen passiv erfahren. Oder besser gesagt, der Mensch befindet sich im Verhältnis zum Tod in der Situation der völligen Passivität. Das gilt auch für den Fall des Selbstmordes. Der Tod ist immer etwas, ein passiv hinzunehmendes Geschehen. Und wenn Platon nun vom Sterben lernen spricht, dass da etwas zu lernen ist überhaupt, dann zeigt er in einer Möglichkeit, dieses schlechthin passive Verhältnis zum Tod zu überwinden,
Er zeigt in ein Vermögen, durch das der Mensch imstande ist, den Tod zu verändern. In welchem Sinne zu verändern? In dem Sinne, dass genau das nicht geschieht, bevor die unendliche Angst, die Angst in ihrer Unendlichkeit, die Todesangst in ihrer Unendlichkeit zurückschreckt, nämlich, dass das Sterben zu einem Endlosen wird. Sterben lernen heißt, dem Tod eine Gestalt geben, dem Sterben als Enden ein Ende zu setzen. Sozusagen das Ende des Endes zu finden. Ich kann natürlich hier nicht den gesamten Gedankengang Platons referieren. Das würde bei weitem zu weit führen. Ich möchte nur ganz kurz auf den wesentlichen Punkt hindeuten. Platon entnimmt den Weg, auf dem der Mensch das Sterben zu lernen vermag, den eleusinischen Mysterium. Und dort zeichnet sich dieser Weg zum Sterben lernen ab als Weg zur Liebe in ihrer höchsten Form. Nur diese Liebe in ihrer höchsten Form, also sozusagen die schlechte supranaturale Liebe, die übernatürliche Liebe ist imstande, den Tod zu gestalten, dem Tod eine Gestalt zu geben und das Sterben zu einem Endlichen werden zu lassen. In diese höchste Form der Liebe muss der Mensch eingeweiht werden und die Einweihung ist nichts anderes als der Gang, der Weg, der zurückzulegen ist, um in diese Verfassung der höchsten Form der Liebe zu gelangen. Einer Liebe, die noch über dem Geist steht, sozusagen über die Stufe des Geistes hinaus, über die Stufe des Geistes hinausführt. Und so allerdings eine, da sie nur über die Stufe des Geistes andererseits gewonnen werden kann, eine geistig vermittelte Liebe ist. Im alten Athen hieß es von den Absolventen der eleusinischen Mysterien, kein Eingeweihter ist betrübt. Wir müssen allerdings hinzusetzen, sofern er die höchste Stufe der Einweihung erreicht hat. Dann nämlich ist er auf der Stufe der höchsten Form der Liebe und erst diese höchste Form der Liebe ist imstande, die unendliche Todesangst zu überwinden, ja, diese Todesangst zu verwandeln in höchste Seligkeit. Wir müssen nur noch bedenken, dass der als grenzenlos, als endlos vorgestellte Tod zugleich das Prinzip der Gewalt ist. Todesprinzip und Gewaltprinzip oder Tod und Gewalt sind vom Prinzip her identisch. Daher bedeutet Todesüberwindung immer zugleich auch Überwindung der Gewalt. Beides geschieht, Überwindung des Todes, Überwindung der Gewalt, dadurch, dass in ein Maß gelangt wird, unter das selbst die Grenzenlosigkeit
wie die Griechen sagten, das Aperon, sich fügen muss. Und dieses Maß gelangt der Mensch erst, indem er die höchste Stufe der Einweihung erreicht und in eins damit in den Zustand der höchsten Form der Liebe, der supranaturalen Liebe gelangt. Diese ist, vermöge der Seligkeit, in die sie bereits in diesem Leben versetzt, ein Typus, ein Vorbild für die Seligkeit im Tod. Inwiefern derartige Betrachtungen Bedeutung haben für das Verständnis der kleistischen Novelle des Erdbeben in Chile, kann sich erst zeigen nach der Lektüre von deren Schlussepisode, die ich nun also vorlesen möchte. Der wütende Haufen, durch die Äußerung Hieronymus verwirrt, stützte. Mehrere Hände ließen Don Fernando los, und da in demselben Augenblick ein Marineoffizier von bedeutendem Rang herbeieilte und, indem er sich durch den Tumult drängte, fragte: Don Fernando Ormes, was ist euch widerfahren? So antwortete dieser, nun völlig befreit, mit wahrer heldenmütiger Besonnenheit: Ja, sehen Sie, Don Alonso, die Mordknechte, ich wäre verloren gewesen, wenn dieser würdige Mann sich nicht, die rasende Menge zu beruhigen, für Hieronymo Ruggiera ausgegeben hätte. Verhaften Sie ihn, wenn Sie die Güte haben wollen, nebst dieser jungen Dame zu Ihrer beiderseitigen Sicherheit, und diesen Nichtswürdigen, indem er Meister Pedrillo ergriff, der den ganzen Aufruhr angezettelt hat. Der Schuster rief: Don Alonso Honoreja, ich frage euch auf euer Gewissen, ist dieses Mädchen nicht Josefa Asteron? Da nun Don Alonso, welcher Josephen sehr genau kannte, mit der Antwort zauderte und mehrere Stimmen dadurch von Neuem zur Wut entflammt riefen: sie ist's und bringt sie zu Tode, so setzte Josephe den kleinen Philipp, den Hieronymo bisher getragen hatte, samt dem kleinen Juan auf Don Fernandos Arm und sprach: Gehen Sie, Don Fernando, retten Sie Ihre beiden Kinder und überlassen Sie uns unserem Schicksale. Don Fernando nahm die beiden Kinder und sagte, er wolle eher umkommen, als zugeben, dass seiner Gesellschaft etwas zuleide geschehe. Er bot Josephen, nachdem er sich den Degen des Marineoffiziers ausgebeten hatte, den Arm und forderte das hintere Paar auf, ihm zu folgen. Sie kamen auch wirklich, indem man ihnen bei solchen Anstalten mit hinlänglicher Ehrerbietigkeit Platz machte, aus der Kirche heraus und glaubten sich gerettet. Doch kaum waren sie auf den von Menschen gleichfalls erfüllten Platz derselben getreten, als eine Stimme aus dem rasenden Haufen, der sie verfolgt hatte, rief: Dies ist Hieronymo Ruggiera, ihr Bürde, denn ich bin sein eigener Vater, und ihn an Donna Constanzens Seite mit einem ungeheuren Keulenschlage zu Boden streckte. Jesus Maria, rief Donna Constanze und floh zu ihrem Schwager. Doch Klostermetze, erscholl es schon mit einem zweiten Keulenschlage von einer anderen Seite, der sie leblos neben Hieronymo niederwarf. Ungeheuer, rief ein Unbekannter, dies war Donna Constanze Xares. Warum belogen Sie uns? Antwortete der Schuster. Sucht die Rechte auf und bringt sie um. Don Fernando, als er Constanzens Leichnam erblickte, glühte vor Zorn. Er zog und schwang das Schwert und hieb, dass er ihn gespalten hätte, den fanatischen Mordknecht, der diese Gräuel veranlasste, wenn derselbe nicht durch eine Wendung den wütenden Schlag entwichen wäre. Doch da die Menge, die auf ihn eindrang, nicht überwältigen konnte, leben Sie wohl, Don Fernando, mit den Kindern, rief Josef, und hier mordet mich, ihr blutdürstenden Tiger, und stürzte sich freiwillig unter sie, um dem Kampf ein Ende zu machen. Meister Pedrillo schlug sie mit der Keule nieder. Darauf, ganz mit ihrem Blute bespritzt, schickt ihr den Bastard zur Hölle nach, rief er.
und drang mit noch ungesättigter Mordlust von neuem vor. Don Fernando, dieser göttliche Held, stand jetzt, den Rücken an die Kirche gelehnt, in der linken hinter die Kinder, in der rechten das Schwert. Mit jedem Hiebe wetterstrahlte er einen zu Boden. Ein Löwe wehrt sich nicht besser. Sieben Bluthunde lagen tot vor ihm, der Fürst der satanischen Rotte selbst war verwundet. Doch Meister Privirillo ruhte nicht eher, als bis er der Kinder eines bei dem Bein von seiner Brust gerissen und hochher im Kreise geschwungen an eines Kirchenpfeilers Ecke zerschmettert hatte. Hierauf war es still und alles entfernte sich. Don Fernando, als er seinen kleinen Juan vor sich liegen sah, mit aus dem Hirne vorquellendem Mark, hob voll namenlosen Schmerzes seine Augen gen Himmel. Der Marineoffizier fand sich wieder bei ihm ein, suchte ihn zu trösten und versicherte ihm, dass seine Untätigkeit bei diesem Unglück, obschon durch mehrere Umstände gerechtfertigt, ihn reue. Doch Don Fernando sagte, dass ihm nichts vorzuwerfen sei, bat ihn nur, die Leichname jetzt fortschaffen zu helfen. Man trug sie alle bei der Finsternis der einbrechenden Nacht in Don Alonsos Wohnung, wohin Don Fernando ihnen viel über das Antlitz des kleinen Philipp Weinen folgte. Er übernachtete auch bei Don Alonso und säumte lange unter falschen Vorspiegelungen, seine Gemahlin von dem ganzen Umfang des Unglücks zu unterrichten. Einmal, weil sie krank war, und dann, weil er auch nicht wusste, wie sie sein Verhalten bei dieser Begebenheit beurteilen würde. Doch kurze Zeit nachher, durch einen Besuch zufällig von allem, was geschehen war, benachrichtigt, weinte diese treffliche Dame im Stillen ihren mütterlichen Schmerz aus und fiel ihm mit dem Rest einer erglänzenden Träne eines Morgens um den Hals und küsste ihn. Don Fernando und Donna Elvira nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen. Hier schließt nun unsere Novelle, um dieses vorgelesene Schlussstück zu verstehen, müssen wir auf Details, ja auch auf Andeutungen achten. Zunächst einmal sehen wir, oder Kleist lässt uns sehen, wie Don Fernando inmitten einer Menschenumgebung, die sich in einem total verfinsterten Bewusstseinszustand befindet, in einem falschen Enthusiasmus, wahre, wie es heißt, wahre, heldenmütige Besonnenheit zeigt. Wenn wir noch einmal auf Platon rekurrieren, dann ist das die höchste Möglichkeit des Menschen im Sinne Platons. Kleist zeichnet hier eine sehr schroffe Antithese, wobei auf der einen Seite das völlige Außer-sich-Sein im Sinne von Besessenheit steht und auf der anderen Seite das, was Platon Sophrosyne nennt, das Bei-sich-Sein im besten Sinne. Und da dieses Bei-sich-Sein auch vor der Todesdrohung nicht zurückweicht, nicht zurückschreckt, wird es hier von Kleist als wahrhaft heldenmütig bezeichnet. So, dann wird noch eine zweite Antithese von Kleist bezeichnet, nämlich die zwischen dem hinzutretenden Marineoffizier namens Don Alonso Onoreja und der als zögernd und zaudernd dargestellt wird, auf der einen Seite, und Donna Josefa auf der anderen, die hier eine entschlossene Opferbereitschaft
zeigt, indem sie Don Fernando die beiden Kinder in den Arm gibt und mit dem Auftrag, diese unter allen Umständen zu schützen, sie aber zusammen mit Geronimo ihrem Schicksal zu überlassen, das heißt dem mordgierigen Mob. Kleist rückt damit sichtlich Donna Josefe und Don Fernando in eine Beziehung innigster Art. Sie begegnen einander auf einer sehr hohen Stufe des Bewusstseins, auf einer sehr hohen Stufe humaner Verfasstheit. Was Kleist an Josefe hier zeigt, heißt in der platonischen Philosophie höherer Enthusiasmus, und dieser steht dem niederen Enthusiasmus der Besessenheit entgegen, die Menge in der Kirche, angeführt von gewissen Rädelsführern, unter denen vor allem der Schuster Pedrillo namhaft gemacht wird, ergriffen ist. Der Zustand des höheren Enthusiasmus, der wahren Begeisterung, korrespondiert bei Platon der Besonnenheit, der Sophrosyne. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Platon diese Lehre von den Elementen, den Dimensionen des höheren Bewusstseinslebens in genauer Analogie zu den eleusinischen Mysterien entwickelt, auch in seiner eigenen Selbstwahrnehmung. Im höheren Enthusiasmus, in dem Donna Josefe sich befindet, hat sie sich vom Schrecken des Gewaltprinzips, von jener unendlichen Todesangst, von der Kleist gesprochen hatte, befreit. Und genau das ist nach Platon auch der Inhalt der eleusinischen Mysterien, dass in ihnen der Einzuweihende von der vom Todesprinzip sowie vom Gewaltprinzip und dem damit verbundenen Schrecken sich löst und von ihm befreit wird. Im Folgenden sehen wir nun, wie Don Fernando, wir wissen ja bereits, dass ein ordentliches Heldenherz in ihm schlägt, Anstalten macht, seine kleine Gesellschaft, bestehend aus Donna Constanze, Geronimo, Josefe und den beiden Kindern, vor dem rasenden Haufen zu retten. Zunächst scheint es auch gut zu gehen. Wir kommen aus der Kirche heraus, als plötzlich aus der Menge heraus der Vater Geronimos auftaucht und sich als Rädelsführer der besessenen Masse geriert und seinen eigenen Sohn mit einem gewaltigen Keulenschlag tötet. Kurz darauf wird Donna Constanze auf die gleiche grässliche, brutale, unmenschliche Art getötet, mit einem Keulenschlag. Nun müssen wir sehen, jetzt bleiben Don Fernando und Donna Josefe für einen Moment allein zurück. Sie sind von der Gesellschaft die einzigen Überlebenden neben den beiden Kindern. Don Fernando versucht zu retten, was zu retten ist, aber es zeigt sich, dass er der Übermacht der fanatischen Mordknechte nicht gewachsen ist
Und nun kommt es zu einer Szene, in der sich Donna Josefe von Don Fernando verabschiedet, ihm die Kinder anvertraut. Wir wissen ja von, aus einer vorigen Stelle, dass ihr Kind für Josefe das Liebste auf der Welt ist. Und dieses Liebste vertraut sie nun Don Fernando an. Im Vertrauen darauf, dass er ihr Kind, also das Liebste, was sie hat auf der Welt, beschützen wird, verabschiedet sie sich von ihm. Sie verabschiedet sich also nicht von Geronimo, sondern von Don Fernando. Und anders als die beiden anderen kommt bei ihr der Tod also nicht einfach aus heiterem Himmel als ein rückwärtiger Keulenschlag, sondern sie geht den Tod nun mit Freiheit entgegen und ist also auf das Sterben vorbereitet. Man kann also sagen, obwohl sie ebenfalls mit einer Keule niedergemacht wird, also äußerlich in der gleichen Weise den Tod findet, ist doch ihre Art des Sterbens eine ganz andere als die von Geronimo und Donna Constanze. Sie trifft der Tod nicht unvorbereitet, sondern vorbereitet an. Goethe spricht in den Gesprächen mit Eckermann das berühmte Wort, die Novelle sei nichts anderes als eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit. Wenden wir das auf die Kleist'sche Novelle einmal an, wo zeigt sich hier in Andeutung, dass die unerhörte Begebenheit darin besteht, dass die höchste Form der Liebe nicht zwischen Geronimo und Donna Josefe waltet, sondern zwischen letzterer und Don Fernando. Die höchste Form der Liebe aber ist die supranaturale Liebe. Eine solche Form der Liebe, dass sie hier einspringt, das ist das entscheidende, das unerhörte Ereignis dieser Kleist'schen Novelle. Die supranaturale Liebe ist nach der Lehre der Mysterium von Eleusis, die höchste Stufe der Einweihung. Es ist die Liebe, die vor dem Tod Bestand hat, die den Tod vom Prinzip her überwindet, das Sterben also von Grund auf zu verwandeln vermag. Und wenn Platon sagt, die Philosophie sei in ihrem Wesen sterben lerne, so meint er im Blick auf die Mysterien von Eleusis, dass die Philosophie den Weg weise zu eben jener höchsten Form der Liebe, eben der supranaturalen Liebe. Es gibt in der antiken bildenden Kunst eine Szene, die hier vielleicht zum Vergleich herangezogen werden kann. Ich meine die Szene, in der Achill die Amazonenkönigin Penthesilea tötet und diese im Sterben ihrer Liebe zu Achill inne wird. Dass diese Liebe erfahren wird im Sterben, ist Probe darauf, dass sie supranaturalen Charakter hat. Was nun die Lehre von der Mysterium von Eleusis betrifft, so gehört zu deren entscheidendem Inhalt, dass nach allem, was wir wissen, diese höchste Stufe der Einweihung nur über einen Prozess erreicht werden kann, in dem Stadien durchlaufen werden, Stadien
absolviert werden, die durch bestimmte Erfahrungen gekennzeichnet sind. Es muss die Erfahrung absolviert werden der sinnlich erdverbundenen Liebe, des sinnlich erdverbundenen Glücks. Es muss die Erfahrung absolviert werden der Gewalt, das gehört auch dazu, als eigenes Stadium im Einweihungsprozess. Das sind zwei Formen des Außer-sich-Seins, die, deren Erfahrung zu durchlaufen ist. Das Außer-sich-Sein in der sinnlich erdverbundenen Liebe, das Außer-sich-Sein in der Gewalt. Dazu kommt noch das Außer-sich-Sein im familiären Zusammenhang. So, dann muss die Erfahrung gemacht werden des Bei-sich-Seins im Geist, also die Erfahrung der Besonnenheit, damit die Erfahrung des Geistes. Und das ist die Vorstufe zur höchsten Erfahrung, eben zur Erfahrung der supranaturalen Liebe. Wenn wir jetzt Kleists Novelle uns vergegenwärtigen, so sehen wir, dass hier Josephe sämtliche Erfahrungsstadien, die wir hier bezeichnet haben, durchläuft und das mithin die Kleistsche Novelle zu den bedeutenden eleusinischen Kunstwerken der deutschen Geistesgeschichte gezählt werden kann. Was in der Erzählung im Anschluss an Josephens Tod folgt, ist erfüllt von Symbolischem. Zunächst einmal bleibt ja nun Don Fernando allein zurück mit den beiden Kindern und es kommt zu einem heftigen Kampf zwischen ihm und der mordlüsternen Meute, in dem es ihm gelingt, mehrere Angreifer abzuwehren bzw. auch zu töten. Aber er selbst verliert in diesem Kampf seinen eigenen Sohn Juan, der von dem schon erwähnten Meister Petrillo, dem Rädelsführer der Menge niederer Menschen, auf eine grässliche Weise in einem grässlichen Gewaltexzess, kann man sagen, ihm von der Brust gerissen wird, wie es heißt, und an eines Kirchenpfeilers Ecke zerschmettert wird. Der Tod des kleinen Juan ist sozusagen der Klimax des eskalierenden Gewaltprozesses. Anschließend oder mit ihm hat sich dieser Prozess sozusagen erschöpft, erendet, gleichsam wie ein Spuk. Dass ihm ein Kindsopfer gebracht werden muss, zeigt seinen atheistischen Charakter. Kindopfer ist der Kennzeichen für niedere Stufen des mythologischen Prozesses. Wir finden diesen Usus beispielsweise bei den Inkas oder bei den alten Karthagern. Religionen, in denen das Gewaltprinzip als solches religiös verehrt wird, unter verschiedenen Namen, zum Beispiel unter dem bekannten des Baal. Demgegenüber ist die supranaturale Liebe, an die es
hier zuletzt in der Novelle gilt das Prinzip der Kultform von Religion, einer Religion, die noch über der Familie steht und ebenso auch über dem Staat, eine suprapolitische Religion, in der der Mensch, menschliche Geist, seine letzte und höchste Erfüllung findet. Von dieser Liebe ist der kleine Philipp, der nun bei Don Fernando zurückbleibt, das Symbol. Er ist sozusagen das, wenn man so will, das Faltenmotiv der Novelle, das Symbol des Erreichens der höchsten Stufe, die dem Menschen möglich ist, nämlich eben die Stufe der supranaturalen Liebe. Ihr versöhnender Glanz fällt über den Schlussabschnitt, in dem Don Fernando zunächst einmal seinen ganzen Schmerz sich hingibt, bevor er den Kontakt zu seiner Frau sucht. Er übernachtet zunächst einmal bei dem genannten Marineoffizier Don Alonso und scheut sich zunächst seiner Frau von dem Unheil zu erzählen, aber die erfährt es dann doch und nachdem sie, wie es heißt, im Stillen ihren mütterlichen Schmerz ausgeweint hat, fällt sie ihm am Ende doch versöhnt um den Hals und sie nehmen den kleinen Philipp an Sohnesstatt, also als Pflegesohn auf und in einer merkwürdigen Schlusswendung heißt es dann, und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wir beide erworben hatte, so war es fast, als müsse er sich freuen. Das ist die ganz diskrete Art, in der Kleist hier den von mir jetzt sehr explizit entwickelten Zusammenhang, Liebeszusammenhang zwischen Don Fernando und Donna Josefe andeutet. Ich schließe damit diese Reihe von Lektüren und Betrachtungen zu Kleists Erdbeben in Chile. Zuletzt noch einmal einen Gruß von den Doors, Hector Mann.